Zur Weihnachtszeit gehören auch Krippen. Wie Kinder in Kärnten das Krippenbauen lernen und vieles über die Kunst des Krippenbauens sehen Sie gleich. Maria und Josef und das heilige Kind. Beim Krippenbauen in Kärnten lernen groß und klein, was dazugehört. Dass die Weihnachtskrippe heute noch Teil unserer Tradition ist, hängt doch damit zusammen, dass die Menschen nie aufgehört haben, Krippen zu bauen. Sogar das Krippenverbot unter Kaiser Josef II. Hat daran nichts geändert. Auch in Kärnten ist der Krippenbau tief verwurzelt. Da lernen sogar schon die Kinder, wie eine Weihnachtskrippe entsteht. Seit vielen Jahrhunderten begleitet die szenische Darstellung der heiligen Familie Christen in aller Welt durch die Weihnachtszeit. Das Ereignis der Geburt Christi wird von Krippenbaukünstlern in vielfältiger Art und Weise interpretiert. Jedoch können angehende Krippenbauer in Feldkirchen in Kärnten auch eine professionelle Ausbildung absolvieren. In der Landeskrippenbauschule führen Profis Interessierte in 4 Etappen vom Krippenhelfer bis zum Krippenbaumeister. Denn beim Krippenbau geht es um mehr als nur um das handwerkliche Know-how. Man lernt sehr viel, weil die Krippe ist ja nicht nur eine Geburtsstätte für Jesus, sei es jetzt heimatlich oder orientalisch, sondern auch ein Bauwerk mit Symbolik. Ein Wasser ist Reinheit und Leben, eine Brücke über den Bach, Überbrückung von Gegensätzen, ein Zaun, Abgrenzung zum Bösen und so weiter und so fort. Hier werden also Menschen herangebildet, die die Krippenbautradition bewahren und weitergeben. Die Ausbildungskurse sind immer gut besucht. In den letzten Jahren zeigt sich jedoch, dass sich immer mehr Frauen für den Krippenbau interessieren. Wir bauen da mit natürlichen Materialien irgendwas, wo man dann hinterher was hat, was man mit haben nimmt, was eben die Tradition gerade von Weihnachten eigentlich widerspiegelt. Und es geht aber das ganze Jahr. In der typischen Kärntner Heimatkrippe spiegelt sich der einst übliche ländliche Baustil wider. Die Krippenfreunde Feldkirchen sind nicht nur in der Krippenbauschule aktiv, sondern setzen sich als Verband für die Förderung des Krippenbauwesens ein. So sind sie zum Beispiel seit dem Jahr 2007 in den Volksschulen der Region unterwegs, um mit den Mädchen und Buben Weihnachtskrippen zu bauen. Seit Projektbeginn sind so bereits rund 600 Krippen im Werkunterricht entstanden. Wir haben erst einmal zusammengeschraubt und zusammengenagelt. Dann haben wir das auch noch angeleimt. Das Coole war, dass wir das selber machen können haben. Ein paar Sachen und das Anmalen war so cool. Schritt für Schritt werden die Kinder zur eigenen Weihnachtskrippe geführt. Hier werden die Dächer mit den originalen Holzschindeln gedeckt. Die Feldkirchner Krippenbauexperten sind mit Idealismus bei der Sache und stecken viele Stunden ihrer Freizeit in die Umsetzung dieses Projektes. Kinderkrippen sind für uns Krippenfreunde ein Erlebnis. Die Kinder sind das dankbarste Publikum beim Krippenbau. Sie sind über jede Tätigkeit sehr erfreut, sehr wissbegierig und sehr eifrig. Eine Aktion, die zum Ziel hat, die Begeisterung für den Krippenbau in den Kindern zu wecken. Also es war sehr lustig. Erstens kannst du viel selber machen und nachher kannst du es nachher daheim für immer kalten, brauchst nicht jedes Jahr vielleicht eine neue machen. Die Krippenfreunde Feldkirchen haben rund 150 aktive Mitglieder und es ist nur einer von insgesamt 7 Krippenvereinen in Kärnten. Überall im Land werden Krippenausstellungen organisiert, die auch Plattformen für die zahlreichen Krippenbauer sind. Eine lebendige Tradition, die von allen Beteiligten mit viel Herz weitergeführt wird.